careful. It only looks like a machine. I'm going to wait out here. Vorsicht, das sieht nur aus wie eine Maschine. Ich warte hier draußen. Ja, zwei Bibliothekare. Gucken wir einfach mal, was passiert. Well, if you insist. Okay. Gruppenhilfe ist null. Nachttag hinzugefügt unter Beobachtung. Ein weiterer Schlag drei aus den Stiefen, doch noch viel lauter. Anscheinend nähere ich mich der Quelle. Handelshabitat, Versuchsobjekt K1013. Valianische Händler, Studie zur Erosion der Moral. Was bist du? Augmentiertes Fleischkonstrukt. Ja. Adrabin. Und andere Sachen. Okay. Und ein Betrachter. Die sehen hier interessant aus, die Betrachter. Ein Beobachter. Ah, okay. Kommt nicht näher. Erzmagier-Habitat, Versuchsobjekt, zensiert, Identitätszensur, Projektpriorität hoch, okay. Don't push me, Amika. Besudelte Notiz. Erinnere dich an den weiblichen Lehrling Harvey Honig mit und Ohren wie die feinen Zweige von Weidenbäumen. Ihre Zauberei war auf dem Punkt so konzentriert und sauber wie der Kuss einer Degenklinge. Rufe sie ins Gedächtnis, finde sie. Du kannst ihr vertrauen. Ich glaube, du kannst ihr vertrauen. Vertraue ihr, aber sei niemals zu vertrautselig. Was war doch gleich ihr Name? Ah, not a problem. Sanctum to some, a slaughterhouse to others. Ein Heiligtum für die anderen. No justifying this horror. Ah, gestandenen Fleisch, okay. Ja, die hacken hier einfach drauf ein. Hier kann ich aber auf jeden Fall zwei Tiere kriegen. Kommt hier runter, sobald du nämlich gelb bist, sieht man mich nicht und ich kann auch dich kriegen. Genau. Resistent gegen Gewandtheitwirkung und gruppenweite Effekte. Erholungszeit mit Gegenständen. Aha. Und du? Plus 3 Sekunden dauert zugträgliche Effekte. Aha. Also nicht ganz so hilfreich. Beobachter, nicht gut.
Die Versammlung der Echos. Perhaps a little rest is in order. Okay, hier lang kommen gehe ich noch nicht. Ich brauche jemanden, der Fallen entdecken kann. Ganz dringend. Oh, der Beobachter kommt in unsere Richtung. I see you there. Oh, da ist ein Vitrak-Wärter auch noch. Fleischverwaltung, okay. So, die Beobachter sind hier alleine. Me and you are about to mix. Okay. So, die das da. So, ich kann das nämlich auch. Oh, Adolf ist ein bisschen in Gefahr. Steinhaut. So, Adolf absetzen. Ich hoffe, die sind nicht. So stark? Nein, sind sie nicht. So. Ich hoffe, das war's jetzt für alle. Yes. Ah, Gefäßfleisch. Wie lecker. So, wer ist jetzt hier drin eingesperrt? Entbehrungshabitat. Versuchsobjekte K7818. Oparo-Arbeiter. Projekt ungleich verteilte Erschöpfung. Okay. Am Träumen. Hallo?
Erinnere mich nicht, wie ich hierher gekommen bin. Certainly. Kopf tut weh. Nein, nicht mehr. Leer, immer leer. Okay. Indeed, I'm sorry, I can't. Gut, das heißt, erstmal hier wieder raus. Also ja, da kommen wir nicht rein. Warum sieht gerade eigentlich meine Formation so komisch aus? Oh, Fenrir, ich habe Fenrir nicht ausgewählt. Fenrir macht keine Geräusche, während er läuft. Ja, Eingang der Sammlung bitte. Wir gehen jetzt zurück und holen Maya. Der Raum sollte ja sicher sein. Oh, ziemlich viel Baumhabitat. Versuchsobjekte P1210. Mempevka, Schleim, Laura, Ökosystem, Austauschprojekt. Aha. Hier sind wir noch bei Flammsiegel übrigens. Auch lustig. Mehr oder weniger. Zauberergehege, Sporgehege, Matrosengehege, Rattungehege. Was auch immer hier. Ach ja, Xaurib-Gehege. Ist ja eigentlich auch gerade gemein, wir tauschen Alof, also den Verletzten, aus. Weil wir können Alof nicht austauschen. Mist. Das heißt, wir tauschen Xoti aus. Was isst du da? Nichts. Alright, you got me. I found a trail of candied nuts leading down to the collections and I didn't feel like sharing. Was? Was isst du da, fragt Lengraf. Tate antwortet nichts. Du siehst aus wie ein kleiner Junge, der vor dem Abendessen Kekse isst. In Ordnung, du hast mich erwischt. Ich habe eine Spur kandierter Nüsse gefunden, die hinunter zu der Sammlung führte und ich wollte nicht gerne teilen. Mhm. Okay, das heißt, wir müssen Xoti gegen Palegina dann austauschen eigentlich. Ja. Auch gut. Ach nö, wir müssen auch noch hier. Ne, müssen wir nicht. Ich bin den falschen Ausgang gegangen. Really believe there's no experience or idea worth carrying across time. I always thought that was the point of death. New people, new ideas. You renounce my reason for being with such casualness, Tane. There are things I've learned that I can't bear to forget. If immortality is what it takes to remember, so be it. You must have some really good ideas. Noch ein Gespräch. Glaubst du wirklich, dass es keine Erfahrung oder Idee gibt, die es wert ist, über die Zeit hinterher hinweg überliefert zu werden?
Ich dachte immer, das wäre der Sinn des Todes. Neue Leute, neue Ideen. Beweist mein Existenzgrund mit einer solchen Lässigkeit zurück, Tane? Es gibt Dinge, die ich erfahren habe und nicht ertragen könnte, zu vergessen. Wenn Unsterblichkeit das ist, was man braucht, um sich zu erinnern, dann sei es so. Du musst ein paar wirklich gute Ideen haben. Ja, und ich mache an der Stelle mal kurz einen Cut. Wir sehen uns auch. Das hier weg, bitte. Mach kurz einen Quick Save und einen Cut. Wir sehen uns gleich wieder.